Edited by Freak. Eine Einmeldung. Das Galindo-Kartell ist laut mehreren Quellen seit ein paar Wochen in Los Santos beheimatet. Wir haben Grund zur Annahme, dass sich mehrere hochrangige Mitglieder dieses Kartells dazu entschieden haben, den Kokainhandel in Los Santos komplett zu übernehmen. Wir bitten Sie, kein Gespräch mit diesen Leuten anzufangen. Sie sind bewaffnet und höchst gefährlich. Selbst das LSPD und das FIB haben Probleme damit, diese Leute zu verhaften. Deshalb Bürger und Bürgerinnen von Los Santos, passen Sie auf sich auf. Und falls Sie diese Leute sehen, rufen Sie unbedingt die 911. Und hier kommt Jenny mit dem Wetter. Ah, Jenny ist gerade etwas verhindert, Hermano. Hola amigos, ¿qué pasa? Wer ich bin, ist unwichtig. Hab die Nachrichten gehört. Sí, Hermano, ich auch. Das Galindo Cartel ist eine Paramiliz aus Mexiko, Mierda. Sie gehörten den Los Militares an, mit denen nicht zu spaßen war. Viele Putas hier in Los Santos haben versucht, das Kokaingeschäft an sich zu reißen. Ha, Mierda, ihr wisst alle, was passiert ist. Die verdammten Gringos wussten nicht, was ihnen geschieht. Wir, die La Familia Galindo, wird hier alles übernehmen. Galindo por vida, hermanos! Fast ausschließlich an Biker-Clubs wie die Mayans oder die Sons of Energy damals. Leider weilen die Sons nicht mehr unter uns. Es werden pro Tag 40 Kilo Kokain in die Stadt geschmuggelt mit unseren Fahrern. Unser Kokain war schon immer eines der besten, Hermanos. In den Bergen von Juarez sind unsere Kokainblätter bis zu 5 Monate gereift. Und unser Koch Miguel Angel kocht unsere Paste schon seit über 10 Jahren. Wir benutzen ausschließlich Salpetersäure für den Kristallisierungsprozess. Alle Gringos würden sogar ihre eigene Madre verkaufen für noch eine Line von diesem Teufelszeug. Am Dia de Muertes gedenken wir an unsere Toten, indem wir eine Bank überfallen. Die Scheißpolizier hat 8 Hermanos umgebracht von uns. Gute Soldaten mit Frauen und Kindern, aber die Putas werden noch ihre Rechnung bekommen. Die werden sich wünschen, nicht geboren zu sein. Oh, ich glaube, ich muss los. Bis zum nächsten Mal.